weiterfahren können. Wir müssen jetzt hier noch etwas stehen bleiben und warten, bis diese ganze notwendige Abwicklung hier papiermäßig erfasst worden ist. Es werden bestimmte Stellen noch informiert werden müssen, die dann auch noch hier zu der Unfallstelle kommen. Und dann erst kann ich Ihnen sagen, wie es weitergeht damit. Dass die Rettungskräfte jetzt eingetroffen sind und danach kann ich dann, wenn die hier Kontakt aufgenommen haben, dann kann ich schon vielleicht wieder etwas mehr sagen, wann es weitergehen kann. Danke. Verlässliche Informationen, so gegen 20 Uhr, sollte der Ablöselokführer hier sein. Der wird diesen Zug nach Essen-Dellwig fahren. In Essen-Dellwig sollte dann, wenn wir da ankommen, ein Leerzug schon für Sie bereitstehen, in den Sie dann bitte umsteigen wollen. Dieser Zug wird dann ganz normal weiterfahren in Richtung Hamm. Und ja, damit sollte das dann eigentlich alles erledigt sein. Sollte es weitere Informationen geben, dann gebe ich direkt an Sie weiter. Ich sag mal schon, bis später.